Lieber Skorpion, bis zum 8. des Monats bildet Merkur eine Opposition zu Pluto, Saturn und Jupiter. Du dürftest dich konzentriert um eine Angelegenheit kümmern, die dir ein bisschen Angst macht. Die Kommunikation mit deinen Mitmenschen kann unter Umständen schwer werden oder jemand wird etwas still und zurückgezogen wirken. Zwischen 1. und 4. August haben wir einen Quadrat zwischen Jupiter und Mars. An diesen Tagen stehst du unter viel Druck. Eine wichtige Angelegenheit, die mit einer Behörde oder Institution verbunden ist, könnte in den Vordergrund rücken. Wir haben dann am 3. August unseren Vollmond in Wassermann. In den Bereichen der Familie, Wohnung und Lebenssicherung wird sich bald eine komplett neue Situation darstellen. Zwischen 10. und 13. haben wir einen Spannungsaspekt zwischen Mars und Pluto. Es handelt sich hier um einen Quadrat. Sport und körperliche Anstrengung sind unbedingt zu vermeiden. Besondere Aufmerksamkeit solltest du zu deinem Wohlbefinden und deiner physischen Gesundheit geben. Du könntest dich ärgern, weil ein Mensch sich etwas respektlos und hemmungslos verhält. Wir haben am 14. August Mond in Zwillinge und er bildet einen Sextil zu Mars. Ein Geheimnis könnte mit diesem Mond entlüftet werden. Themen wie zum Beispiel Steuer oder gemeinsames Geld und Besitz können wichtig sein. Am 15. haben wir Uranus rückläufig in Stier. Bis Anfang nächstes Jahres, also 2021, gibt es viele Neuigkeiten im Liebes- und Beziehungsbereich. Diese Stellung des Uranus ist ein zweischneidiges Schwert, das heißt, es kann entweder eine Trennung oder eine neue Beziehung mit sich bringen. Beides ist möglich mit Uranus in deinem Haus der Partnerschaften. Zwischen 16. und 18. haben wir Venus Sextil Uranus. Soziale, kulturelle und gesellschaftliche Anlässe sind mit diesem Aspekt begünstigt. Wenn du eine Tochter, Schwester oder Freundin hast, dann wirst du bald große Neuigkeiten von ihr bekommen. In Sachen Geld können es positive Aussichten geben. Am 19. haben wir einen Neumond in Löwe. Mit Hilfe eines Menschen wirst du in der Lage sein, ein wichtiges Ziel zu erreichen. Bis Mitte September solltest du extra vorsichtig mit eifersüchtigen und neidischen Menschen sein. Du wirst bald erkennen, wer dein Freund und dein Feind sind. Zwischen 20. und 24. des Monats haben wir einen Quadrat zwischen Mars und Saturn. In deinem Alltag können Verzögerungen entstehen. Deine Geduld, Gelassenheit und Ausdauer werden belohnt, mein lieber Skorpion. Zwischen 25. und 29. des Monats haben wir einen harmonischen Aspekt zwischen Merkur und Jupiter. Der Kontakt zu Kollegen, Freunden, Nachbarn oder Geschwistern dürfte sich intensivieren. Wenn dies nicht zutreffen soll, dann wirst du eine abwechslungsreiche Zeit haben. Und dann zum Schluss, zwischen 30. und 31. August haben wir eine Opposition zwischen Venus und Pluto. Mit sanften Wörtern wirst du jegliche Missverständnisse schnell ausräumen können. In der Liebe gibt es eine große Leidenschaft und es gibt auch tiefgreifende Gefühle. Mein lieber Skorpion, mit diesen Aussagen bin ich fertig mit der allgemeinen Monatsprognose. Wenn du eine individuelle Vorausschau brauchst, wir haben eine schwierige Zeit vor uns. Du kannst dich bei mir melden bzw. eine Beratung buchen. An dieser Stelle wünsche ich dir viel Gesundheit, viel Glück und Erfolg.
Alles Gute und bis zum nächsten Video.